Passiert da? Was passiert da? Hallo? Ja, aber der macht's die ganze Zeit, warum auch immer. Ich kann auch auf. Ach, der ist außerhalb der Map? WTF. Warte mal, dann fliege ich mal ganz schnell irgendwie zu irgendeinem Ort. Kann ich bitte? Nee, kann ich nicht. Ist mir noch nie passiert so hart. So, bitte gib mir mal. Oh Gott. Alter. Ich habe die ganze Zeit durch die Map. Schreit er. Der fällt die ganze Zeit durch die Map. WTF. Ja, das ist lustig. Das ist sehr lustig hier. Kann ich hier das so behalten? Nö. Ja, komm. Müssen wir mal das Spiel beenden und neu starten. Was soll das? Oder landen wir wieder da, ne? Weil wie viel Uhr haben wir eigentlich? Nee, das wird jetzt den Schiss essen gemacht. Nun, kommt jetzt raus, so das Spiel kriegen wir nicht beendet. Das wäre herrlich. Ja, bin ich mal gespannt. Boah, ich krieg grad wieder Sodbrennen, ne? Bitte nicht. Die letzten Tage schon echt Probleme mit. Nein, du hattest Essen! Oder Aufmerksamkeit. Vielleicht will er Aufmerksamkeit. Obwohl ich momentan viel Aufmerksamkeit gebe. Ich spiele sogar mit dem. Nein, also ich habe wieder so seine Angel gefunden und damit spiele ich. Die mag er gerade wieder total. War ja immer nur so, weiß ich nicht, mit so einem Papierding oder sowas, aber das ist ganz geil gerade. Also finde der großartig. Der alte Chessie. Das Spiel ist kaputt. Ich kann versuchen, irgendwie ein Level zu starten. Und ja, wir sind vorhin ja schon die ganze Zeit aus der Welt gefallen. Das ist wunderbar. Ich kann auch nicht einfach jetzt hier ein Level anmachen. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwas zu starten. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Vielleicht geht hier die Oberwelt nicht. Aber das wäre ja allein, das wäre ja auch schon ärgerlich. Wenn es auch kaputt und stürzt ab. Die entwaffnete Gemeinschaft Warte mal, konnte in die dein. Stadt schleichen Was ist jetzt bei und dir muss sich kaputt? nach der Gefangenschaft bei den Elben neu ausrüsten. Also, ich spiele, versuche jetzt einfach weiterzuspielen, aber wenn wir später nochmal. Ach, wie funktioniert sowas? Dreamlight-Welle. Ach so! Ich dachte, du kannst da nur nicht gerade nicht spielen, aber dass das jetzt auch noch abstürzt? Ja, geil. Das passiert auf der Switch öfter, leider. Ja. Ich habe schon gehört, das soll nicht so gut optimiert sein darauf, aber ja. Aber ich glaube, es ist besser geworden, ne? Und ich habe am Anfang davon sehr, sehr viel gehört. Ich glaube, das Spiel ist jetzt komplett abgestürzt. Das Spiel ist komplett jetzt abgestürzt. Geil!
Ey, es geht wieder! Ja, das Spiel ist halt die ganze Zeit andauernd. Immer wieder Probleme, wir sind durch die Welt gefallen. Aber es geht wieder, ach Gott sei Dank. Jetzt müssen wir das Spiel leider doch zu Ende spielen. Oh, herrlich. Nee, ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Versionen ist von dem Spiel hier. Von Lego der Hobbit, aber so wie ich das... Also so wie ich das jetzt hier für mich merke, so in Relation mit den anderen Lego-Spielen, finde ich, ist Lego der Hobbit meiner Meinung nach das unfertigste Spiel, was ich bin. Neben den Lego-Movie-Spielen. Aber das Lego-Movie-Spiel war... Obwohl, Lego der Hobbit mag ich eigentlich, aber man merkt halt an so vielen Enden, dass es nicht zu Ende gedacht wurde. Aber ja, ich glaube, das war auch die Zeit, wo ungefähr die wirklich sehr viele Spiele runtergewascht haben, ne? Weil Lego Marvel Avengers soll ja auch dieselbe Oberwelt haben wie Lego Marvel Superheroes, um halt Arbeit zu sparen. Und sonst... Also Oberwelt, dieselbe Welt, aber anders gefüllt, aber trotzdem. Wurde ja nichts Neues dann groß angepasst. Ja. Ey, und wir können es jetzt auch ganz spielen. Schön. Ey, wir haben noch gar nicht die Extras aktiviert. Wir müssen das Spiel ja nochmal neu starten. Ah nein, warte mal, habe ich jetzt aus Versehen hier die... Ja. Die Verkleidung will ich nicht. Ja, aber sonst kenne ich keinen, ob der Hobbit gespielt hat. Also ich weiß nicht, läuft das am PC besser? Ich höre das halt auch immer wieder, dass es da auch nicht so perfekt sein soll. Weil sonst habe ich nur auf PlayStation gespielt. Also wenn ich bei meinem Bruder geguckt habe oder so, aber da ist es jetzt auch nicht besser. Vielleicht performance-technisch besser. Und es sieht natürlich besser aus. Aber das ist ja hier gerade der Gag, dass wir das hier drauf spielen. Ich habe auch gar nicht geguckt, wo man was bekommt jetzt. Und das kann auch nochmal lustig werden. Oh. Beim funktionierenden Lego-Spiel auf dem PC eigentlich ziemlich gut. Nur Skywalker-Saga macht manchmal Probleme. Das glaube ich aber auf allen Plattformen so. Ja. Skywalker Saga soll echt Probleme machen. Aber ich glaube, durch die Updates soll das ein bisschen gefixt worden sein. Ich bin aber... Das muss ich aber wiederum sagen, fällt mir gerade auf. Also ich kann es ja jetzt nur in Verhältnis setzen von dem, was ich so mitbekommen habe. Natürlich kann das jetzt auch anders sein bei anderen. Bei meinem Bruder ist bei der PS4-Version oder war es sogar eine PS5? Gab es davon? Doch. Kann auch PS5 gewesen sein, ist das die Skywalker-Sage sehr oft abgestürzt. Dass die auch teils Sachen nochmal neu machen mussten. Das ist bei mir bei der Switch-Version fast gar nicht passiert. Also viel weniger. Ich glaube, richtig abgestürzt ist, glaube ich, nur zweimal oder dreimal. Und sonst ist das halt nur, dass ich mal irgendwo hängen geblieben bin oder so. Aber das war dann meist ja Gebiet Neuladen oder sowas. Obwohl es auch echt viele Probleme hatte mit Neuladen, dass dann Sachen irgendwie auch... Also du hast die Mission beendet und dann ist die auch dann neu geladen. Das hatte ich auch ganz oft. Ja. Das hatte schon Problemchen. Einige. Aber 100% dort zu machen war auch so ein Krampf. Nur ein schwarzer Pfeil von einer. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also. Ich glaube, es gibt bis jetzt nur zwei Lego-Spiele, die ich nicht auf 100. Drei. Star Wars komplette Saga, weil ich diese blauen Minikits echt nicht leiden kann. Ja, Lego-Movie, weil ich das ganze Spiel nicht mag. Den Film mag ich, aber das Spiel mag ich nicht. Ich finde, das hat so. Nee. Ich hatte ja irgendwann keine Geduld mehr, wenn ich da hunderte Mal dasselbe Level machen musste. Gefühlt. Ich weiß gar nicht. Und Lego Star Wars 3 habe ich auch nicht auf 100% gemacht. Weil als ich dann erfahren habe, wie man die letzten zwei Figuren freischaltet, habe ich gesagt, nee, ich mache nicht nochmal diese ganzen Bodenmissionen. Nee. Können die sich an den Hut stecken, habe ich gesagt.
Kannst du sagen? Warte mal. Bitte. Machen die sich ja auch wieder einfach. Okay. Wir auch gefühlt wieder ein sehr kurzes Level. Hallo? Kann ich den Rest nicht kaputt machen? Achso, bestimmt, weil. Ich bitte den anderen Stab. Nee. Bitte. Danke. Schön. Noch nicht viel gebracht. Aber naja. Ich finde Lego Star Wars The Force Awakens und Lego Movie Game sind die schlechtesten Lego-Spiele. Ja, ich mochte zum Großteil die Level in Force Awakens, aber das 100% Sammeln war dort auch echt die Hölle. Weil das war so langgezogen und unnötig. Ja. Ich müsste es aber auch echt nochmal spielen, um das nochmal zu beurteilen. Aber ich glaube, ja, da war für mich das 100% Sammeln. Weil ich finde es oft schwer, wenn du meist mit Leuten so redest, so online, viele bewerten dann entweder nur das auf der Welt rumlaufen oder nur die Level und ich denke mir immer so, ja, aber irgendwie, für mich gehört halt, für mich ist erst ein Lego-Spiel beendet, wenn ich 100% gemacht habe und wenn ich finde, dieses 100% sammeln ist die Hölle, weiß ich nicht. Das fand ich zum Beispiel halt auch bei Lego Star Wars 3 teils, weil da waren so viele Missionen, wo ich da überhaupt keine Ahnung hatte. Und Lego der Hobbit ist halt, ich finde das eigentlich ein ganz cooles Spiel, aber ja, es wirkt halt an vielen Stellen sehr unfertig, finde ich. Meist. Irgendwie. Und sonst, boah. Ich weiß gar nicht. Ja, Fluch der Karibik war ja eigentlich ganz okay, als wir es gespielt haben. Sonst mochte ich das eigentlich auch nie so ganz. Aber es ist auch nicht jetzt weit oben. Indiana Jones 2 mochte ich nicht so ganz. Aber das war dann ein Spiel an sich, weil ich diese Struktur nicht so mochte. Ja. Was ist bei dir das liebste Lego-Spiel? Weil bei mir, also meins ist Harry Potter. Ich finde das so gut ausgeglichen. Ich mag das total gerne. Okay. Force Awakens mag ich nicht, da es einige unnötige Level gibt und die Open World ziemlich langweilig ist. Ja. Da stimme ich dir zu. Ja, ein Level waren wirklich. Ich fand auch die Idee eigentlich ganz cool, dass man so ein paar Level hinzugefügt hat. Zum Beispiel erklärt wird, warum, woher die Ratare kommen, woher C3PO seinen roten Arm hat und sowas, aber. Nee. Langer Sicht. Ja, es zog sich einfach. Favorit des Lego City Undercover. Ja, ich bin mit dem Spiel. Bei mir ist es irgendwann abgeschmiert und dann war mein Spielstand gelöscht und dann hatte ich keine Lust mehr und seitdem habe ich das nicht mehr angefasst. Ich weiß ja nie, ob ich das so zu den Lizenzspielen zählen soll. Also irgendwie ja, aber irgendwie auch so. Ja, eigentlich ja schon, ne? Ja. Ich hatte dort auch irgendwie die Hauptstory gespielt und dann hatte ich die Oberwelt halt angefangen zu machen und das hat mir irgendwie so gar keinen Spaß gemacht. Die Level fand ich cool, die waren schön ausgeglichen und so, also da mochte ich halt auch das Erkunden und alles, aber irgendwie so das ganze andere drumherum. Ah. Weiß ich nicht. Ah, da ist die Anleitung. Ach, jetzt sehe ich das. Da ist so ein Dinger zum Festhalten. Ah, wegen Klettern. Wieso steht da, es soll X drücken? Ja, aber ich werde irgendwann nochmal City Undercover auf der Switch zocken. Da bin ich dann gespannt. Die View-Version fasse ich jetzt erstmal nicht mehr an. Ja, und die Lego Dimensions Level müsste ich halt auch noch spielen. Weil das spiele ich immer abwechselnd erst ein paar. Also zum Beispiel hier würde ich als nächstes Lego Dimensions die Herr-der-Ringe-Welt spielen.
Weil das mag ich eigentlich auch. Es ist nur so übertrieben teuer, das Spiel leider. Ist sehr schade. Ach, gut. Hallo. Hallo, mach doch jetzt. Aber sonst. Es ist halt irgendwie immer nur so, ja, mit dem Spiel hatte ich Spaß und mit dem hatte ich nicht so Spaß. Aber so verhältnismäßig finde ich das auch immer schwierig. Weil im Prinzip Lego Marvel Superhero hat mir auch Spaß gemacht, aber hat auch so Elemente. Ich gehe jetzt kniffeln. Kniffeln? Und lässt uns jetzt hier alleine? Wie frech. Das finde ich frech. Ich darf nicht gehen, wenn Leute sagen. Nein, alles gut. Ich weiß auch nicht, wie lange ich heute noch mache. Wie nein? Ich glaube, das Switch nennt sich, Ach so! Ja, ich weiß, welches Spiel du meinst. Davon hört man auch gar nichts mehr, ne? Dafür, das ist ja auch, glaube ich, von Nintendo mitunter entwickelt. Auf jeden Fall gepublished worden, soviel ich weiß. Und irgendwie dafür, dass das so hieß, oh ja, der neue große Multiplayer-Spaß, irgendwie so viel. Hört man ja heute gar nicht mehr von. Aber es hat mich auch gar nicht angesprochen. Ich finde Lego Indiana Jones 2 gar nicht so schlimm. Die Hauptstory ist zwar trash, aber die 100% haben mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ich weiß, ich fand die Level halt so von dieser Struktur nicht so toll. Also ich glaube, hätte ich das früher gespielt, als ich jünger war, und besonders, du hast ja auch gemerkt, diese Level-Sachen wurden ja später in Harry Potter wieder aufgeführt, dass du selber Level erstellen kannst und so. Ich glaube, hätte ich das davor gespielt, hätte ich das, glaube ich, interessanter gefunden. Schwierig, weil ich hatte auch teils mal Spaß, weil ich fand diese Struktur interessant, dass es mehr so auf ja diese andere Sicht ist, und nur die Fahrzeuglevel, die mochte ich überhaupt nicht. Also die waren wirklich für mich das Graus. Das Graus, der Graus. Ganz, ganz, ganz schlimm. So, dann mit dem Burschen. So. Okay. Gerade so durch. Der Lego Indiana Jones 1 mochte ich. Da höre ich aber auch von ein paar, die mögen das nicht. Ja, bei Lego Star Wars bin ich eigentlich bei den Originalen eher so Lego Star Wars 1 und 2. Komplette Saga bin ich da eher raus. Der Lego Batman finde ich Hammer. Lego Batman 2 auch. Das habe ich sogar zweimal gespielt. Einmal auf der Wii, einmal auf der Wii U. Der Harry Potter mag ich den ersten lieber, aber ich finde beide ganz cool eigentlich. Das sind halt meine liebsten Teile. Herr der Ringe gibt's nur. Lego Herr der Ringe. Ja, das fand ich beim letzten Mal auch ganz cool. Ja, und der Cover war ja halt, Lego Batman 2, Lego, ja. Genau, und als nächstes muss ich noch Lego Batman 3 spielen. Lego Marvel Avengers. Ja, und die letzten Dimensions Sachen. Und dann habe ich alles auf der Wii U durch. Ja, und dann kommen halt die neuen Sachen. Ja, und also von den ganz neuen habe ich nur eigentlich, wie heißt das hier? Skywalker-Sage gespielt, aber das ist ja auch vom Konzept ein bisschen anders. Wenn es Lego der Hobbit für die Switch gäbe, hätte ich das mir geholt. Ja, ich frage mich ja echt, ob die es irgendwann nochmal auflegen. Also es gibt ja jetzt Gerüchte, dass die wohl jetzt doch an einem neuen Lego Harry Potter arbeiten, im Stil von Skywalker-Sage, was ich sehr abfeiern würde, weil im Prinzip... Also Skywalker-Sage fand ich halt wirklich ein cooles Spiel. Und ich glaube, würde die das nochmal ein bisschen verbessern und dann halt mit Harry Potter dann als Motive nehmen. Hohoho. Uiuiuiui. Ja, aber ich fände es auch krass, würden die das mit Herr der Ringe und Hobbit machen. Also ich weiß, die Hobbit-Filme sind jetzt ein bisschen verschrien, aber die sind trotzdem okay. Also, warum nicht? Und jetzt abseits davon, egal wie man jetzt das Medium, worum das drumherum gemacht wird, ist.
Die Lego-Spiele sind ja trotzdem immer beliebt, ne? Die Fahrzeuglevel wären, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn die Fahrzeuge sich besser steuern würden und es ein bisschen mehr Abwechslung geben würde. Ja. Ja, ich fand die immer so ziehend, weil du dann halt auch immer das spezielle Fahrzeug brauchst mit den Waffen und ich fand das 100% sammeln dort, also die ganzen Steine dort sammeln, fand ich immer total anstrengend. Die Stats meine ich. Ja, ich glaube, hätten die das da so ein bisschen entschärft, das wäre, glaube ich, nochmal ein bisschen besser gewesen. Ja, von der Grundlage war es auf jeden Fall gut. Und man muss ja auch sagen, wiederum, sie haben sich wenigstens da was getraut, was anderes zu machen. Und danach sind die ja wieder zurückgegangen zur alten Formel. Guck gerade, genau. Reihenfolge Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego Batman, Lego Indiana Jones 2. Und dann kam schon Harry Potter. Ist unglaublich, wie schnell das ging. Ich habe die ja alle übereinander gestapelt, deswegen kann ich das gerade gucken. Was mache ich denn jetzt mit der Küste? Achso. Naja. Aber ich muss auch sagen, irgendwie so die meisten Lego-Spiele habe ich auch, weiß ich nicht. Also obwohl wir die hier eigentlich oft spielen, kann ich jetzt überhaupt nicht so genau sagen, wie ich jetzt irgendwie eins... Also klar, ich kann es so ein bisschen sagen, aber jetzt so speziell... Ich finde es gerade echt schwer, irgendwie zu sagen, yo. Alter, war das laut. Donner. Ich kann gerade schwer differenzieren, das wollte ich damit sagen. Das ist gerade irgendwie schwierig. War hier eine Figur, die oder irgendeine Stelle Feuer kam? Habe ich überhaupt irgendwas, was Feuer machen kann hier? Ah. Guck mal, ich habe meinen Gegenstand benutzt. Eine Ente. Ein Entenhut. Hey, ihr Walle. Und noch so viele Minikits. Ah. Ah. Achso. Okay. Jetzt bin ich nur noch Schwein. Jetzt musst du hier sein, ne? Warte mal, kann ich mit der höher springen? Was soll das? Ah! Ah! Ja, Quark als A. Bin gerade hier irgendwie verpeilt. Was will das Spiel jetzt von mir? Mein Kopf ist gerade, hat sich gerade irgendwie neu gestartet. Einen Moment. Ist ganz ruhig, Bass. Jetzt mal ganz ruhig. Kriegst du hin. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die Tiere hier befreien musste. Ach ja, wegen dem Königskraut. Attilas, genau. Hallo, ich will hier weiterspielen. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ich hoffe nicht. Ist irgendwie hoch. Warte mal. Hey, ich mach doch jetzt... Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Bin ich gerade total plä? Wieder? Anscheinend. Ich habe hier irgendwas jetzt verpasst. Jetzt mal ganz ruhig. So. Ziege? Mäh. Ist da überhaupt eine Ziege? Sieht ja nach einem Schaf aus. Du bist eine Ziege. Mäh. Machen beide mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Daran habe ich ja schon geguckt. Ey, jetzt, nein! Nein, hör auf! Ah! Gekurbelt habe ich hier schon, so. Hä? Ich bin gerade total verwirrt. Weiß gerade einer, was ich hier nochmal machen musste? Also ich habe irgendwas gefehlt, ich habe irgendwas... Warte mal. Moment, kann ich hier den Krebs... Ich kann den Krebs töten. Moment. Oh. Ich dachte, das war die Lösung. Wo ist der Krebs? Der war doch auch ein Krebs. Okay, warte mal. Versuchen wir was anderes. Das ist bestimmt so trivial und ich bemerke es einfach jetzt nicht.
Ah! Okay. Das war Absicht, das war Absicht. Danke. Ich weiß nicht, ob das Spiel erwähnt hat, dass da in den Moment Werbung kam, aber es gibt hier noch die ganzen Lego-Spiele, auf der Switch rausgekommen sind. Lego, die unglaublich. Ja. Lego DC Super Villains, Lego Maps, PS2 und so weiter, die zumindest auf deinem YouTube-Kanal noch nicht gespielt hattest. Moment, kommst vom YouTube-Kanal? Ja, dann willkommen. ja, die werde ich als nächstes spielen, nach den Wii und Wii U spielen. Genau. Also, ich will nur erstmal die anderen alle spielen und dann kommen halt die. Dann kommt halt auch nochmal Lego, Lego City Undercover, nochmal Lego Harry Potter, nochmal, weiß ich gar nicht. Also die ganzen Spiele, auf jeden Fall. Freue ich mich halt auch schon drauf. Auch so ein paar. Nochmal Lego Jurassic World. So, schön. Ah, danke, Fluffy. Obwohl, das ist ja Discord. Fluffy, du hast jetzt neues Ausrufezeichen. Übrigens. Guck mal in den Titel des Videos. Weil du es dadurch mitbekommen hast. Also, des Streams meine ich, nicht des Videos. Alter, was ist hier mit der Musik los? Boah. Okay. Wart mal ab. Los, verklümmert mit euch. Ja. Jetzt mal ganz ruhig. Boah, ich glaube, ich krieg wirklich Sodbrennen. Ist nicht gut. Sodbrennen ist nicht gut, Patrick. Sodbrennen ist gar nicht gut. Bist nur ein bisschen schüchtern. Nein! Was ist das denn? Hä? Jetzt einfach abrutschen. Damn. Jetzt ganz ruhig spielen. Okay, ich habe das Gefühl, das Spiel will das gar nicht, dass ich das so mache. Doch! Am Ärgern nur. Ja, also Lego-Spiele. Ich will auch vielleicht mal irgendwann die Bionicle-Spiele spielen und ich weiß gar nicht, was gibt's denn noch? Lego Racer habe ich auch für die N64. Ich habe nach Lego Star Wars Skywalker Saga Gameplay von der Switch gesucht, um den Grafikunterschied zu sehen und habe da dann Skywalker Saga Let's Play entdeckt und dann auch den Twitch-Kanal. Ah! Ja, dann willkommen! Das freut mich! Willkommen, willkommen! Sollen wir mal reinschauen, Cheffe? Ja. Aber die Videos kommen erst ab den 4. Mai. Und da kommen die ersten Videos für den neuen Kanal. Also beziehungsweise da kommen mindestens eins und wenn wir alle glücklich sind, vielleicht auch ein zweites. Ich finde das immer faszinierend, wenn Leute halt durch YouTube oder was auch immer hier vorbeikommen. Ach ja, das hatten wir schon, okay. So, Gollum. Nein! So, nur noch eins. Und dann sind wir durch hier mit der Kacke. So ist der Kack. Brauchen wir keinen Kack. Ich bin selber der Kack. Ah, das ist mit dem... Ja. Das war dumm.
Okay, man kann, glaube ich, gleich sowieso da nochmal hinten hin. Diese Musik, ne? Dann ist das noch nicht... Also ich meine, es ist nicht aus den Filmen. Aber das merke ich irgendwie bei sehr vielen Musikdingern hier. Au, au. Hey, hau ab. Aha. Der Bartschiff. So, jetzt aber hier. Komm. So, nochmal. Hä? Wie viele denn noch? 5 Stück? Ja. Der eine Typ ist runtergegangen. Und das war's. Ja, wir haben alles. Schön. Schön, schön, schön. Oh. Jetzt fallen wir gleich wieder aus der Welt. Das wäre nochmal schöner. Nein, wäre überhaupt nicht schön, aber ey. Das gehört halt dazu, ne? Hab ich den hier wieder gedrückt? Weg damit. Und nichts Neues. Singkarpfenklinge. Okay. Entenmütze. Schön. Herr Bartstab. Weil Schnurrpitz hat, versteht ihr? So. Mithril-Beutelklinge. Ah, ich glaube, die braucht ich sogar. Jetzt bin ich gespannt. Ist das Barts Boot? Nee, es sieht eher... Oh. Ja, doch. Ich wollte erst sagen, das ist der vom Bürgermeister, aber das war ja ein Goldschiff. Und das ist ja auch erst im dritten Teil, da gab es das ja noch. Hallo? Ich dachte, hier hat jemand an meine Tür geklopft, das wäre jetzt nicht so förderlich. Ja, zurück. Hätte auch schlimmer kommen können.